Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 3. Ich hoffe, dass das jetzt alles hier mit der Aufnahme funktioniert, weil ich habe das letzte Mal mit dem Dominic Resident Evil aufgenommen. Und seitdem habe ich nichts mehr aufgenommen. Und jetzt muss ich das wieder alles umstellen und so. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das wieder so funktioniert wie die letzten paar Male, weil das war nämlich sehr gut. So, wie weit sind wir denn hier gekommen? Sind wir schon im nächsten Warp Room? Also wir können auf jeden Fall schon in den nächsten Warp Room. Oh, das sieht hier sehr schön aus. Ja, da konnte man noch nicht alles holen. Da können wir auch noch nicht das Zeit... Oh, 2 Minuten 44 für, Dingsbums, Dings. okay, dann... Wir hätten dann hier... Ich glaube, die habe ich schon das letzte Mal vorgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gone Tomorrow. Ich habe die gar nicht vorgestellt. Orange Asphalt. Da habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal. Ich weiß es nicht mehr. Flaming Passion. Mad Bombers. Und Buglight. Ich würde sagen, wir fangen hier mit der 24 an, weil das ist nämlich ein ekelhaftes Level. So, das ist. Wir hatten so ein ähnliches Level schon mal mit Coco. Aber ich mag die überhaupt nicht. Die Level. Also die hätte man sich echt sparen können und dafür noch irgendwie ein paar Reitlevel oder sowas reinmachen können. So. Ich muss mal, glaube ich, hier ein bisschen den Ton leiser machen bei mir, weil sonst hört ihr hier alles doppelt und dreifach. Das Blöde ist, wir sind... schneller als die. Aber wir haben den ersten schon mal kaputt. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben noch eine Kiste. Wir müssen ja noch nichts auf Zeit machen. Ich möchte mir gerne den da hinten holen. Den da. Habe ich schon ein bisschen getroffen. Du hörst mal auf mich zu schießen. Na, auf mich abzuschießen. Du genauso. So, erster Motor kaputt, zweiter Motor kaputt. Und hier war eine Lebenskiste. Wunderbar. Okay, 11 Kisten. Wow. Alter, was geht bei euch ab? Also drehen es darf auf jeden Fall immer gut. Hier war doch irgendwo noch eine. Zwei sind noch da, das ist schön. Brauche Leben. Holen wir uns diese hier hinten direkt auch noch. Alter, das kann was werden, das sage ich euch. Ich war halt übrigens beim Friseur. Endlich mal wieder. War nämlich mal Zeit. Wurde Zeit. Nur, ich habe jetzt einen neuen Friseur. Weil ich bin zu der einen, also zu dem einen Friseur. Ich weiß gar nicht. Ich bin da, glaube ich, seit 2009 ungefähr gewesen. 2009. Ne, seit 2010. Ungefähr. Und jetzt ist da meine Friseurin weg. Ich wollte mir einen Termin holen oder so. Ja, die arbeitet nicht mehr hier. Fand ich nicht so geil, weil die immer sehr gut geschnitten hat. Dann habe ich mir jetzt zweimal von der anderen Frau die Haare schneiden lassen. Und das war irgendwie beides nicht so, wie ich das so ganz wollte. Also da konnte die andere das besser. Und da war ich heute bei einem älteren Herrn bei mir hier im Dorf. Da geht auch meine Oma hin. Und, mein Opa geht da auch hin. Meine Mutter hat gesagt, ja, der ist ganz gut. Der war sogar mal Europameister. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also so im Haare schneiden. Okay, eine Kiste fehlt noch. Und der kann das sehr, sehr gut. Der hat wohl mal längere Zeit Pause gemacht mit dem Haare schneiden. Also der hat mal seinen Salon verkauft. Hat dann Pause gemacht. Jetzt hat er wieder in so einem kleinen Stübchen angefangen. Ja.
Und der hat das direkt beim ersten Versuch genauso hingekriegt, wie ich das haben wollte. Das ist sehr schön. So, jetzt bitte nicht abstürzen. Erster Motor. Okay, das zieht uns nichts ab. Das ist gut zu wissen. Nein! Aber das geht, glaube ich, einfach so weiter. Gut. Oh, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr froh, einen neuen Friseur zu haben. Aber den brauche ich auch nicht mehr lange. Weil ab Sommer will ich mir meine Haare wachsen lassen. Und da versuche ich mir dann selbst irgendwie die Spitzen zu schneiden. Also ich mache mir dann sowieso immer einen Zopf. Weil ich lange Haare, also normale lange Haare, nicht mag. Und die sehen immer ganz schlimm aus, finde ich. Egal, ob die glatt sind oder gewellt. Ich finde, lange Haare sehen immer komisch aus. Ja, und dann wollte ich mir dann, wenn sie endlich die richtige Länge haben, wollte ich mir dann Dreadlocks machen lassen. Aber das dauert ein bisschen noch. Also bestimmt nächstes Jahr erst oder so. Die Frau, bei der ich mir die dreaden lassen will, die hat gesagt, also Mindestlänge sind 20 cm. Und dann möchte ich die schon gerne ein bisschen länger haben. Weil wenn man die nämlich dann rennen lässt, dann ja, verkürzen die sich auch ein bisschen. Und dann stehen die ab, wenn die so ganz kurz sind. Und das sieht halt mega kacke aus. Deswegen lieber ein bisschen länger warten, damit es dann direkt ein bisschen besser aussieht. I need a health ballon. Oh, und Dennis und ich, wir waren in der Küppersmühle essen. Das ist irgendwie so ein Nobelschuppen so ein bisschen. Also relativ teuer da. Und war sehr lecker. Bis auf dass wir. Also es war erstens mal so, ich habe mich da nicht wirklich wohl gefühlt, weil das einfach nicht so mein Ding ist, so edel essen zu gehen. Da gehe ich lieber irgendwo in eine Pommesbude und bestelle mir dann einen Burger. aber uns wurden dann am Anfang die Jacken irgendwie abgenommen, dann mussten wir uns hinsetzen. Also durften wir uns hinsetzen, die haben jetzt nicht gesagt, ihr setzt euch jetzt hier hin. ja, auf jeden Fall, das war irgendwie, weiß ich nicht, war aber irgendwie komisch. Nosen. Kann ich den doch direkt abknallen. Ja, und dann haben wir Brot bekommen, das auch sehr lecker war. Das war sogar noch warm. Drei verschiedene Brotsorten waren. Das war einmal so Weißbrot, dann Vollkorn und irgend so ein komisches gelb-grünes Brot. Das war aber richtig lecker. Ja, das haben wir dann gegessen. Da war dann auch so eine Art Artischockenpaste bei. Die war sehr lecker. Ich hab die Frau nicht verstanden, weil die hat gesagt, was das ist. Und da habe ich nicht so wirklich zugehört, weil ich mit der da war ich nicht mehr mit. Ich war mit irgendwas beschäftigt. Wahrscheinlich mit dem Schämen oder so. auf jeden Fall, war da halt so eine Art Schockenpaste bei, die sehr lecker war. Da war aber auch genügend Knoblauch, glaube ich, drin. Oh gut, ich habe alle Kisten. Ich war mir. Ich hätte gar nicht alle Kisten holen müssen. Ich habe den. Oh, ich habe den Edelstein ja schon bekommen. Scheiße. Und Butter war dabei und Öl. Das Öl habe ich jetzt nicht probiert, weil es halt einfach nur Öl war. Aber das andere, das war schon sehr lecker. Und dann kamen die mir so ein kleines Tellerchen. Und sagte so, ja, mit einem Gruß aus der Küche und stellte uns da so ein komisches Ding hin mit Fisch drin. Und ich bin ja so total Fischfan, nicht? Und also da war in der Mitte. Was machen wir denn jetzt? Ich möchte jetzt ungern Zeit machen. Ich versuch's einfach. In der Mitte war Lachs, glaube ich. War okay. Drumrum waren Algen, fand ich auch okay, weil ich esse eigentlich ziemlich gerne so. Sushi, also Maki.
Da ist ja auch Algen drumherum. Und, ja. Da drumherum war dann ein... Irgendwas, was aussah wie orangener Frischkäse. Da habe ich mir gedacht, weil auf der 25-Jahr-Feier von der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, gab es auch sowas, was irgendwie so orangemäßig aussah. Orangener Frischkäse. Und der war richtig lecker. Da waren auch Möhrchen drin und sowas. Der war schon sehr gut. Da habe ich mir gedacht, ach, das ist ja vielleicht sowas Ähnliches. Haust du dir das direkt mal in den Mund rein? Ich dann so probiert und das hat so übelst nach Fisch geschmeckt. Das hat noch mehr nach Fisch geschmeckt als der Lachs, der da in der Mitte war. Das war schon sehr ekelhaft. Und dann will man das ja auch nicht irgendwie stehen lassen, weil das halt kostenlos war und so, ja, Grüße aus der Küche, bla bla. Ich weiß, das sagen die nur so. Aber trotzdem, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Da haben wir uns das dann irgendwie reingezwungen. Ich hatte mir ansonsten noch so einen Schnitzel bestellt. Und, ja. Das Schnitzel war sehr lecker. Der kleine Mini-Salat, der dabei war, war auch gut. Yum, yum, yum. Aber das Blöde ist hier, dass sie sich so extrem bewegen, diese Drecksflugzeuge. Aber der kommt auf mich zu, das ist schön. Mach es doch kaputt. Das wird kein Gold geben. Oder war das 2 Minuten 8, 2 Minuten 4, irgendwie sowas? Nosen. Oh, dann will ich jetzt gerne wissen, was Gold ist. Ich komme eh nochmal zurück in den Warproom. Weil die jetzt sagen, oh, du hast was gewonnen. Du willst jetzt bestimmt nicht nochmal. Doch. Aber das ist schon so ein Level, das mag ich nicht. 2 Minuten 8. Ist auf jeden Fall machbar, die Zeit. So, Crash. Du darfst jetzt nochmal fliegen. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier nachmache. Haben wir schon den gelben Edelstein? Mal ganz gut, da habe ich jetzt ein bisschen Leben wieder bekommen. Ich muss jetzt gleich... Oh fuck, meine Nase juckt. Ich muss niesen. Eieiei. Entschuldigung. Das war sehr laut. Ich hoffe, ich schneide dich raus. Ich kann nicht reden. Ist das... Oh, das ist der letzte. Don't kill me, don't kill me. Oh, da oben ist eine Lebenskiste. Fuck, ey. Oh Mann, das war eigentlich ganz gut. Ist eigentlich die gleiche Musik? Ich höre die gar nicht. Ich habe das so leise eingestellt. Ich muss mir auch mal mein Audiokabel vom Dachboden, also mein... Diese Klinkenverlängerung muss ich mir mal vom Dachboden holen. Dass wenn ich
aufnehme, dass ich meine Kopfhörer in meine Anlage reinstecken kann. Weil dann kann ich den Ton nämlich auch mal richtig aufreißen, damit ihr das nicht doppelt und dreifach hört. Okay, das war gut, das war gut, das war gut. Da ist eine Lebenskiste. Die muss ich jetzt mitnehmen. Tut mir leid. Ich wäre eher dafür, dass man so viele wie möglich von den kleinen Flugzeugen abschießen muss. Abgeschossen. Yes! Wuhu! Puh, okay. Das war gut. Das war gut. So. Ich speichere das direkt ab, weil ich bin jetzt sehr froh, dass der Scheiß rum ist. Weil das sind echt mit den Wasserleveln meine absoluten Hasslevel.